Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Undead Legacy mit Sunshine und dem Harzer. Und heute sind wir das Räumkommando in der gemeinsamen Quest mit Sunshine. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ja, ja. Irgendwie höre ich irgendwas oder bilde ich mir das ein? Ich höre nix. Ich habe ja auch einen schönen Britzelstab. Na, jetzt aber. So, hier draußen ist gesichert. Na, dann gehen wir mal zur Quest. Tür zu. Raum gesichert. Genau. In die Richtung, gell? Ist das Ausrufezeichen? Ja, sind ein paar Meter. Hüthau zu Berge, wir ziehen. Guten Tag, Herr Harz. Ach, ich muss doch erstmal annehmen. Ja, annehmen wäre nicht verkehrt. Na. Aber ich laufe auch zur Quest, oder wo laufe ich jetzt gerade hin? Naja, es sieht also aus, als ob du Richtung Ausrufungszeichen läufst. Ich sehe das auch in der Richtung. Ah, okay. Ja, dann ist gut, dann ist gut. Sehr schön. Prima. Supi. Oder wir gehen stattdessen ins Krankenhaus. Nein. Nein. Das hatte ich gestern erst. Ritzel. So, ausgepritzelt, der Herr. Gut, ja, sind wir ja gleich da, gell? Im Baumarkt unseres Vertrauens. Ja, vielleicht finden wir ja auch gutes Material. Comeback, ja, das, mal gucken. Das wäre wünschenswert, gell? Können wir echt gut gebrauchen. Ja, kann man diese Picknickbank auch mitnehmen? Nee, ne? Doch! Oh, die ist auch schön, guck mal. Picknickbank, ich komm mal rüber. Geh. Ach hier, Biertisch. Ja, genau. Da weiß ich, wo ich nachher mein Bier, mein Bier trinke. Genau, genau. Dass man sich solche Sachen auch dann mal mitnimmt und sich das schön macht und so. Machen wir einen Biergarten und laden zahlende Gäste ein, dass wir die 200.000 Jetons für den Hubschrauber zusammenkriegen oder so. Aber sowas von, gell? Wir verlangen so einen Eintritt. So. Das wird teuer. Es werden auch Getränke serviert. Oh, jetzt sind wir gleich da. Was? Wo? Ja. Sind wir gleich da. Fast ein Spaziergang um die Ecke. Doch, das stimmt. Ist jetzt nicht so weit weg, gell? So, da ist er ja. Working Stiff Tools. In diesem Auto ist nichts drin. Und hier auch nichts. Das sind alles Schrottkacheln. Kann man gar nichts finden. Oder wollen wir die abbauen und die werden ja gleich zurückgesetzt für die Quest. Ist ja klar. Komm, bauen wir alles ab. Plastikschrott, Eisenschrott. Wir brauchen ja das auch alles und gleich kriegen wir ja die Autos nochmal. Perfekt. Oh, Polizeiauto. Am liebsten würde ich das fahren, statt auseinandernehmen. Aber naja. Oh. Hoch. Ein Wuffi, wo kam der denn her? Ich dachte gerade, hey, ist das ein Flugzeug dabei, was da runter geknurrt hat? Wäre auch seltsam, wenn der Hund einen Airdrop abwirft, ne?
Ja. Das, ja, ich gucke in die Luft, auf einmal fällt mich was von hinten an. Plastikschrott, zwei Stück. Ja, Drahtschrott, Eisenrohre, Plastik. Hier wird geschraubt. Muttern und Bolzen, Öl. Man kriegt alles mit. So, von kleineren Fehlern lassen wir uns nicht aufhalten. Während ich versuche, wieder ins Spiel reinzukommen, hat Sunshine versucht, ein Schloss zu knacken. Der Hans hat Zombies angelockt. Wie läuft's da so ohne mich gerade? Ja, zombie-mäßig. Ne? Vor allen Dingen, wir tun die zwar jetzt schon ein bisschen uns mit dem prügeln, aber die kommen ja gleich wieder, sobald wir die Quest aktivieren, also von daher. Nee. Alles klar, ich bin gespannt, wie es gleich aussieht, wenn ich wieder da bin. Ja, tatsächlich. So, ich bin wieder da, liebe Zuschauer. Shared Quest has been removed. Ich brauche eine neue Einladung und ein neues Quest. Ein neues Quest. Hey, Moment mal, bei den Einkaufswagen kommen mechanische Teile raus. Ja, kannst du bitte dem Jason nochmal einladen? Oder ist er noch eingeladen? Ich bin nicht mehr in der Gruppe. Ich brauche eine neue Einladung und danach, ja, genau, neues, und danach ein neues. Und danach ein neues geteiltes Quest. Alles Quest. Ja, ja. So, hast du? So, jetzt. Ja, habe ich. Und ich habe geteilt. Nochmal. So, es wird auch gelacht. Das nicht irgendwie hinkriegen würden. So, angenommen. Sehr gut. Wo steckt ihr? Ich komme sofort raus. Ich bin hier schon mal durch den. Obwohl hier im Gewächshaus gibt es noch so viel an Material abzubauen. Ja. Auch wegzuschaufeln und so. Aber mach vorsichtig, da ganz hinten sitzt eine Tante. Ach, okay. Ich dachte, ihr hättet schon alles gesäubert hier. Aha. Nein. Wo sitzt eine Tante? Hier, hinterm Blumentopf, da ist er, guck. Schwupp. Ui, weggebritzelt. Oh, hier können wir auch ernten. Oh, ob wir die Pflanzkübel abbauen und mitnehmen können? Nee, leider nicht. Also hier in der Mod weiß ich es nicht. Normal geht's nicht, leider. Aber auf jeden Fall können wir ernten. Feierabend. Warte mal, ich schaufel die mal weg. Mal gucken, was passiert. Ich will auch. Ja, schaufeln sie jetzt. Hey, junger Mann. Na, immerhin kam Nitrat mit raus. Oh. Keine Pflanzkübel. Schade, dass das Gammelfleisch nicht auch mit rauskommt. Aber wir können alles gebrauchen. Auch hier, Zement. Ich weiß nicht, wo meine Schippe schon wieder hin ist. Ich schlupper immer mein Zeug. Da, hinter dir, Jason, Vorsicht, Vorsicht! Huch! Aua! Jetzt hau mich doch nicht, du Tante! Was? Die will hinter mir her. Was geht denn jetzt her? Bleib liegen. Sind schon welche, die vom Dach fallen, ne? Ich dachte, hier drin wären wir sicher. Na, das ist ja alles offen. Aber ich habe keine Schippe, ich kann nicht mitschaufeln. Irgendwie meine Schippe. Nicht dramatisch. So, hier ist noch Zement, den will ich noch haben. Und dann mit der Picke hole ich mir noch, da sind doch diese Backsteinziegel oder was, ne? Hier, die Ziegel, die hier liegen. Ich glaube, da kommen noch diese, wie heißen die denn? Na? Direkt diese Ziegel raus, die man sonst noch brennen muss. Mhm. Echt? Das ist ja, ja, mein ich schon. Ich probiere das mal. So, hier bei diesen Ziegeln, die hier liegen. Genau, da kommen nämlich Lehmziegel direkt raus. Die können wir auch zur Not auch selber brennen. Das können wir ja mittlerweile. Theoretisch können wir ja alles selber machen. Ne? Aber mitnehmen finde ich besser als bauen. Da habe ich nämlich jetzt schon 23, 25, 28 Ziegel da rausbekommen aus dem bisschen da. Da können wir auch schon mal üben. Für wenn wir dann die ganze Stadt wegluten. Da darf nichts übrig bleiben von der Stadt. Nichts, nichts, nichts. Nur noch Erde. Noch nicht mal die. Nur noch ein großes Loch, das aussieht, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Ein schwarzes Loch, was alles einsaugt. Jo.
Ein schwarzes Loch. Ach Gottchen, die Kübel mit den Pflanzen kann man auch mitnehmen. Gucken, wie viel Gewicht habe ich denn? Ach Gott, oh Gott. Also Gott, es geht. Es geht. Ich würde sagen, wir nehmen aber dann jetzt mal die Quest an, oder? Ja. Oder? Ich habe das Zement hier mitgenommen. So, alles ernten. Wartet, hier sind noch ein paar Kisten. Ich würde da nochmal reingucken. Have a look. Was? Wo sind Kisten? Hier, ich schaue die Kisten. Ah. Ah, warte mal, ich will nochmal was ausprobieren. Wenn ich die fast abbaue. Und einsame. Ach nee, sieht ja nicht. Du immer mit deinem, dass da noch ein Loot-Respawn kommen könnte. Wir kommen doch in die meisten Gebäude eh nie wieder. Oh, hier ist ein Geldautomat, der ist verriegelt. Da sind bestimmt Schattons drin. Den hätte ich fast knacken können, aber ich hatte nur einen Dietrich. Da hat es zugelassen, aber der Dietrich, ein einziger Dietrich, der war kaputt leider. Und zu Hause haben wir auch keine mehr. Oh, hier ist ein Fahrrad. Kommst du her, sonst kann ich die Quest nicht aktivieren. Aber kein. Warte. Geht das nicht? Oder bin ich dann nur raus? Bitte nicht loslaufen, da ist ein Huhn. Nein, nicht dem Huhn nachjagen. So. Jetzt nochmal die Frage, ist das nur gesperrt gewesen? Na gut. Wenn ich nicht da bin... Ihr beide? Seht ihr beide, ne? Ich säubere das Gebiet, ja. Ja, so. Atelier auch, ja. Mhm. Und drinnen bleiben. Ja, dann. Ich habe Schnitzel gefunden. So, yeah. Die Registrierkasse ist auch gesperrt. Die ist verriegelt. Vorhin war sie offen. Also eine war offen und eine war zu. Ja, die schlafen alle, hä? Lass sie schlafen, dann hilft ja nichts. Wir müssen sie ja wegmachen. Ja, das gehört zu Queste. Hallo, keiner da? Doch, da kommt gerade einer geflogen. Setz dich nieder auf deinen Fuß, nein. Aber Vorsicht. Hey, Kuh. Ich bin hinter mir ist der Holzfäller. Hey, wer nennt hier wen Kuh? In den Popo geschossen. Die langen Arme, ne? Die langen Arme. Habe ich dich gehauen? Nee. Pfeil im Popo. Kannst du gerne rausziehen und behalten. Das ist eine Impfung. Aha. Schmutziges Wasser gefunden. Okay. Nur Quark mit Soße. Nackt. Nur Quark mit Soße. Wo geht's denn hier? Ach, da. Ja, hier geht's weiter. Oh, da liegt auch jemand, Jason. Tschüss. Bitte. Ja. Grovella, was mag da Leckeres drin sein? Knochen. Knochen, ja. Nix, ne? War wohl zu lange in der Mikrowelle. Nur Quark. Wenn es wenigstens Quark wäre. Ist es nicht mal, ne? 7 Tage ohne Unfall steht hier an der Wand. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Hurra! Mal die Picke wieder wegpacken hier. Ja. Hier ist du. Hallo? Werden Sie bitte wach? Nein. Ist auch zu. Aber hier kann man noch in das Sandwich drin. An die Mikrowelle hattest du schon geschaut, ne? In die Mikrowelle habe ich schon geguckt. Ja, sehr schön. Mechanische Teile habe ich gefunden. Ausgezeichnet. So. Wir können ja da. Oh. Hier wird es jetzt nochmal lustig. Ich glaube, hier kommt ein Hündchen, kann das sein? Weiß es nicht. Vielleicht ist es ja ein zutrauliches. Meinst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Hallo? Oh, der pennt auf der. Den kriege ich, glaube ich. Wo habe ich denn hingeschossen? Nee, er ist wach geworden. Der Tipp. Huch! Jawohl! Oh, das sind viele. Guck mal. Oh, pass auf! Da kommen jetzt einige, ne? Was wo? Oh, oh. Wo ist meine Knarre? Ich weiß nicht, wo ich meine. Oh, oh, oh. Wie ist jetzt hier der Junge? Ach! Ich muss mal ganz kurz zur Seite. Ich habe meine Pistole irgendwo hingepackt. Hier.
Da ist das Implantat geplatzt. 5,34 Casino Dukes, Stahlschrott, Blutbeutel, Dose Schild. Also wir müssen leider hier die Kisten. Achso, die können wir ja aufnehmen, ne? Was? Gib mir. Weil hier dahinter ist eine Kiste, glaube ich. Ah, oh, und Rucksack. Unten Rucksack. So, warte mal, ich nehme den weg und dann kannst du ja mal klopfen, Jason. Ich klopfe mal ein bisschen. Genau. Working Stiff Tools. Mhm. Ups, ein Schrott. Schrot, grobe Schrot gefunden. Sehr gut, können wir alles gebrauchen. Und ein Dings. War jetzt hier eigentlich ein Hühnchen? Nee, ne? Hab gar nicht gesehen. Hühnchen. Oh, da sind Messingbarren, Lehmziegel und noch ein Paddel drin. Sehr gut. Ich habe zwei Bratpfanne gefunden. Hier hinten übrigens geht's rein zum. Oh, hier steht ein Fahrrad und hier liegt ein. Hier ist ein schöner Truck. Aber ich glaube, den kann man nicht reparieren. Oh, guck mal. Ein reparierbares Fahrrad. Aber guck mal, das sieht ja fast aus, als wäre es ganz. Guck mal. Ja. Das? Ja, also da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ich mache hier meine Markierung. Ihr könntet beide mal Verbände benutzen. Ja. Habe ich Verband? Ihr habt welche dabei sonst? Ich hatte, glaube ich, auch welche. Oder ich habe sie ausgeräumt. Das kann natürlich auch sein. Kein Problem, ich habe welche dabei. Nee, schaff, danke. Oh ja, Jason, das war eine gute Idee. Ich hätte es natürlich jetzt wieder nicht gesehen, wäre mein Unglück gerannt, so wie ich mich kenne. Möglicherweise, aber der Harzer kann auch einen vertragen. So. Ich habe neun Stück. So, ja, ich meine ja nicht besitzen, sondern benutzen. Ja, habe ich gerade. So, wo seid ihr denn? Ich bin hier in das kleine Büro rein. Ah, mach mal die Tür auf, dass der Jason uns folgen kann auf dem Fuß. Egal, ob mit oder ohne Fuß. Ist irgendwo auch ein Tresor. Also zumindest war, glaube ich, eine. Ja. Und hier sind wir ja quasi wieder in der Küche. Also wir sind einmal... Und dann gehen wir jetzt hier aufs... Eisenschrott und Leder. Hier auch hier diese Monitore und so ein Kram. Kann man theoretisch... Ich meine, da kämen irgendwelche tollen elektronischen Teile raus, wenn man die in die Recyclingstation packt. Ja, geht's weiter. Ja. Aufs Dach. Ach, immer. Wo, was, wie? Aus dem Büro wieder raus. Und hier hin. I don't see anyone. Da. Da. Ich hab die mal alle getriggert. Die kommen jetzt. Huch. Ah, Mist. Oh. Hinter dir, Jim! Ja. Vorsicht! Sehr gut. Das war's. Ja. Oh, warte mal, hier ist was versteckt. Zurück zum Händler, aber wir wollen ja den Hauptloot, oder wollen wir nicht den Hauptloot? Ja. Oh, natürlich. Auch wenn ich mit euch schon den Hauptpreis gewonnen habe, holen wir natürlich auch noch den Hauptloot. Ja. Und der ist nämlich hier unten drin. Ah, ich spring schon mal. Ah. Da. Ah, da. Das sind ganz viele Kisten, Jason. Ganz viele Kisten. Komm, I am here. Bin da. Hier, guck mal, da hat dieser schöne Lederkoffer. Ich fange schon mal an, die Dinger aufzuhauen. Ja, ich wechsle auch noch mal gerade zu Pickel. Nee, die musst du nur aufmachen, die Kiste, unberührt. Guck mal. Jawohl, Verbände, Pfeile. Mhm. Immer her damit. Aber ich meinte die versiegelten Versandkisten hier. Achso, wegen der Axt, ja. I am clopping. Holz. Warum höre ich denn noch Zombies, obwohl wir eigentlich alles gesäubert haben? Ja, fang an. Ja. Ja, die kommen von draußen, glaube ich, ne? Das sind welche, die von draußen Terror machen. Oh, Gammelfleisch. Können wir sogar noch abgeben und nach Hause gehen. Ja, das ist doch fantastisch. Über nur Holz drin. Was ist denn das für ein Quark? Ja, noch ein bisschen was abbauen hier.
173 Papier. Können wir alles gebrauchen. 173 Papier, aber irgendwie genau, hier ist doch das Knöpfchen. Ich drück mal den Button, ja. Alles klar. Ja, machen wir heute mal eine überlange Folge. Oh, ob der ganzen Pleiten, Pech und Pannen, die wir die letzte Zeit hatten, gönnen wir den Zuschauern heute mal eine überlange Folge. Hier schwebt ein Pfeil in der Luft. Nehme ich mal mit. Ja, auf jeden Fall. Sieht auch lustig aus, wie du da die Rohrzange, du hast, als ob du ein Gewehr im Anschlag hättest und in der Mitte schwebt die Rohrzange. Ja, das wird von der Ansicht her Stahlplatte. Guck mal, wenn man die abbaut, dann kriegt man nämlich natürlich nur die wirklich leer sind, wo kein Strom drauf ist. Bergungswerkzeug. Und sei es, wie es Level ist. 3. Nicht hingucken, das tut ja sonst weh, Harzer. Gut. Was? Oh, jetzt. Ich baue jetzt diese Kisten hier ab für Papier. So. Ja. Oh, ich gehe schon mal zum Händler. Tschüss. Nein. Dann komm. Warum lauft ihr denn immer weg? Nein. Ich bin nicht weggelaufen. Ich stehe hier immer noch. Guckt mal, am Eingang vom Laden. Ich möchte das Papier hier gern haben. Es dauert nur eine Minute. Schaufel. Von mir aus mit der Schaufel? Nein. Ja klar, mit der Schaufel. Ich benutze ja auch eine Schaufel dafür. Schaufel? Ja. Für die Kisten? Ja. Geht gut, ich habe fast 100 Papier schon. So. Ich stehe draußen. Wenn ihr euch dann mal draußen begebt. Ja. I see. Let's go to the Händler. Nee, da komme ich nicht durch. Mhm. Das ist schon wieder überladen. Ach, Männer. Das ist aber auch furchtbar, gell? Immer überladen ist. So, kommt ihr jetzt? Ja. Wo lang? Ja, dann flotti. Ich stehe vor der Tür. Vor dem Baumarkt stehe ich. Ich mache hier die Tür auf. So, jetzt. Ja, hurra, Jace. Ich habe den Ausgang Jace gefunden. Jace ist schon da. Atelier, komm. Ja. Da liegt noch Zement. Ha, 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 ha. Pflanzen und ach und Loot. Ich hab das Rezept gefunden. Nee, da drüben mit Ruhe, junger Mann. Ich bin gerade beschäftigt. Kommen Sie her. So. Oh, ach. Ich hab gerade Rezept gefunden. Wartet, irgendeine Schaufel. Stahlschaufel? Titanschaufel? Stahlschaufel! Das Rezept hab ich gerade gefunden. Forschungspunkte. Cool. Ja. Ich bin happy. So. Auf zum Händler. Ja, geradeaus laufen. Da steht Slow auf dem Schild. Ja, also ich bin auch nicht so schnell, weil ich überladen bin. Und dann geben wir ab und dann düsen wir wieder heim. Ich könnte noch 50 Kilo, könnte ich dir abnehmen. Das ich auch. Gleich, wenn wir beim Händler sind. Gleich, wenn wir beim Händler sind. Da erstmal jetzt unseren Kram abgeben und fertig. Kevin wieder, gell? Kevin. Okay. Gut. Tut den Zombies. Oh, die sind doch schon tot. Macht sie richtig tot. Oh, er kam aber jetzt gerannt. Der ist aber ungezogen. Hier. Oh, warte mal, Sunshine. Ja. Wo seid ihr denn? Ihr seid schon vorne weggelaufen, das finde ich jetzt wieder. Ich dachte, du wärst vorgelaufen. Nein. Ich dachte, das ist geil. Ich musste kämpfen und alles. Ihr habt mich hier wieder in der Pampa stehen. Was? Oder es kommt irgendwie auch nicht, das ist anscheinend.
So, ich weiche jetzt. Dir jetzt nicht mehr von der Seite. Das ist aber sehr nett, lieber Jay. So. Ich lebe an dir. Ja. Definitiv. Allerdings läufst du jetzt bei mir auf der Stelle. Oh, oh nein, Jason, komm bitte noch abgeben. Komm, 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 wir motivieren dich. Jason, Jason, komm. Du hast ein Bier getrunken, ich hab's genau gesehen. Da dran. Echt? Irgendwer hatte gerade ein Bierzeichen, oder was? Ja, ich. Ich weiß nicht, aber der Harzer steht auch nur noch still da. Ach nö. Das ist egal, komm, wenigstens, dass du deine Quest noch abgeben kannst. Wenn du das machen kannst. Das wird aber nicht, das wird nicht gehen. Doch, doch, ich bin mir sicher. Na, wir werden sehen. Kann aber durchaus sein, dass wir Jenny dann nicht mehr ansprechen können, wenn Jason zuerst... Ist egal, dann geben wir es das nächste Mal ab. Hauptsache, der Jason kann es abgeben. Aber ich fürchte, das scheitert schon da dran. Doch, ich kann das Tor aufmachen, interessanterweise. Ja, komm. Ich hab's schon auf. Ja, interessant ist, dass ich das jetzt auch machen konnte. So, mit Händler Jen sprechen. Ja. So, doppelläufige Schrotflinte oder Lederbrustpanzer? Und dann nehme ich auch so eine doppelläufige Schrotflinte. Das ist eh alles nicht viel wert. So. Ja. Abschließen. Auftrag abgeschlossen. Säubere das Gebiet. Super. Gut. Ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, mich einzuloggen. Mal gucken, wo ich rauskomme und nachher noch mein Zeug wegzuräumen. Aber diese Folge werde ich nun einsam und allein beenden. Nein, nicht ganz. Ich habe die beiden ja im Voice dabei. Interessant aber, dass ich jetzt das Tor aufmachen konnte und die Quest abgeben konnte. Ob das jetzt aber zählt und gleich noch da ist, wir werden es sehen und berichten dann, wenn die zwei mich dran erinnern, in der nächsten Folge, ob es geklappt hat und wie es ausgegangen ist. Naja, bis hier bedanke ich mich jedenfalls recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Tschüss.